Shalom und herzlich willkommen zurück zu Deponia. Oder sollte ich eher sagen zu... Was zur Hölle soll ich jetzt machen, ja? Ich bin jetzt, glaube ich, schon... Au! Genau. Durch sämtliche... Ja, ist ja gut. Lamellenfenster und Öffnungen und... Ja, stoße ich von mir aus an die Kurbelhammer. Ich spare mir meine telekinetischen... Ja, da waren wir doch schon... Ach... Go guckt ja auch so ein bisschen, als ob sie... Keine Ahnung. Sie ist echt heiß. Sie passt zu mir. Jep. Weißt du mit? Nur zwei? Das ist ja geradezu eine Beleidigung. Ah, ich erinnere mich. Nur zwei? Das ist ja gerade... Ja, das hat man gerade schon. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Aber wann ist später? Ganz schön tief und hell. Könnte am Kernreaktor da unten liegen. Ich habe doch jetzt schon alles ausprobiert. Deck, Lamellen. Rechtes. Ich spare. Nochmal das linke Fenster. Ja, genau. Los, sei nützlich. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich spare mir. Ab ins Rohr. Au. Mit diesem mickrigen Stock keine Chance. Dann nehmen wir die Taschenlampe. Das passt nicht in die Hupe. Warte mal, es muss in die Hupe passen? Die zweite Datasette bleibt. Okay, Gabel. Nein, Ernst? Das ist doch... Daedalic, ey, das ist doch nicht euer Ernst. Okay. Scheinbar kann ich... Vielleicht kann ich mit der Gabel ja jetzt die den Motorhaubengang... den Motorhaubenausgang aufschießen. Was war das? Nein, das war keine Katze. Das war irgendwas Großes. Eine Kuh. In dem Schrotthaufen hat sich eine Kuh verhakt. Scheint so. Dummes Tier. Gut, dass ich so schnell geschaltet habe. Und dazu immer noch am besten Golds Blick. Der macht wirklich alles. Okay, jetzt ist, ganz ehrlich, wer soll denn auf die Idee kommen, bitte schön eine verdammte Gabel in die Hupe zu stecken? Ich fass es ja wohl nicht. Wie bescheuert. Ja, ernsthaft, genau das habe ich mir gedacht. Wie bescheuert. Ja. Reiß dich mal zusammen, Whoop. Das war nur der Wind. Okay. Ich kann nicht näher ran, die Organons würden mich sehen. Jetzt kann ich endlich rüber, ohne dass es quiekt. Das ist schon praktisch, ja. Aber... Ich muss ja irgendwie... Jetzt kann ich endlich... Vielleicht mit dem Nein, da wohnt Schnabli. Ja, Schnabli. Schön. Dann nehmen wir Schnabli wieder zurück. Was auch immer das jetzt gebracht hat. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Okay. Jetzt habe ich es auch gehört. Hallo? Hallo, ist da wer? Du bist Paranoid 2017. Puh, verdammtes Viech. Okay, wenn ich vielleicht... Hast du das gehört? Reiß dich mal zusammen, das war nur der Wind. Jetzt habe ich es auch gehört. Hallo? Hallo, ist da wer? Du bist Paranoid 2017. Puh, verdammtes Viech. Warte mal. Gefährlicher und bewaffneter Organon-Beamter. Ja, nicht mal, wenn ich drüber gelaufen bin, haben die auch was Verschiedenes gesagt. Wenn ich jetzt also... Hast du das gehört? Reiß dich mal zusammen, das war nur der Wind. Okay, das war das Erste. Wenn ich jetzt zurückgehe, wird es wieder aus... Warte. Ich probiere mal was. Ich kann nicht... Ja, das weiß ich doch. Ich will auch hier rüber. Und wenn wir jetzt Schnabli wieder hier reinlegen... Und wieder rüber gehen... Jetzt habe ich es auch gehört. Hallo? Hallo? Ist da wer? Ha, die Taschenlampe ist weg. 2017. Ich wusste, dass es klappt. Naja, mehr oder weniger. Okay, jetzt bin ich... Oh, unterm Kran.
Das heißt, ich werde mal die Organon-Beamten mit ihren metallischen Bärten nur so ein klein bisschen foppen. Ja, nu ist jetzt ist genug. Jetzt ist okay. Go, der Weg ist frei, Baby. Oh yeah. Okay. Das war nicht übel. Nicht übel ist mein zweiter Vorname, Baby. Hör auf, mich so zu nennen. Komm mit, wir müssen weiter. Let's go to the candy shop. Na okay, gehen wir jetzt am Bahnhof. Stickbums. Meine Rufus-Verkleidung ist wirklich genial. Halt! Wer da? Moin, Argus. Ich bin es nur, Cletus. Mit Goal, meiner bezaubernden Verlobten. Ha. Na endlich. Ich hatte schon Angst, sie wäre mit diesem stinkenden Deponianer durchgebrannt. Ein abwegiger Gedanke. Au contraire, Schnucki-Maus. Du kannst ruhig zugeben, dass du ein Auge auf diesen Rufus geworfen hast. Verständlicherweise erschien mir ein verwegener Draufgänger zu sein. Aber nicht doch, Schnutzipups. Er war nur ein selbstverliebter Trottel. Das reicht jetzt. Sie können immer noch rumturteln, wenn sie zurück auf Elysium sind. Da sagst du was. Yeah. Yeah, eher, desto besser. Gut. Dürfte ich Sie noch kurz unter vier Augen sprechen, Herr Botschafter? Natürlich. Geh doch schon mal vor, Liebes. Ich und der Amtmann haben noch Dinge zu besprechen. Offenbar. Aber... Husch, husch. Okay, wir sehen uns dann ja gleich. Richtig? Richtig. Tudelü. Sagen Sie mal, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Ich dachte, wir hätten eine Vereinbarung. Die Erinnerungen von Fräulein Goal müssen gelöscht werden. Und wir brauchen die Aufstiegscodes. Keine Panik. Ist ja alles in Arbeit. Ich tausche die Datasetten aus und lasse das Original auf der Plattform liegen. Ne? Dann sind alle glücklich. Richtig? Ja. Richtig. Alle bis auf die Deponianer. Ja, ja, gut, da war ja was gewesen. Ja. Wenn Sie mich hintergehen, schneide ich Ihnen persönlich Ihren hässlichen Kopf ab. Oh. Ja. Nun, ich glaube, die Drogen habe ich, verstanden. Und zwar eindeutig. Aber erstmal raus aus dem Fummel, das ist ja grauenerregend. Fühlt man sich ja glatt wie Cletus unter den Achseln. Yay, wir sind einen Schritt weiter, Baby. Golds Implantat reinigen. Ich muss zugeben, wir spielen heute in einer neuen Aufnahme. Haben wir das nicht schon gemacht? Ich meine, schließlich sind wir irgendwie auch schon 5 Schritte weiter. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Apropos neue Aufnahme. Es kann doch nicht dein Ernst sein. Hier leben Menschen, Cletus. Ich habe sie selbst gesehen. Ich hab's dir doch erklärt. Ulysses hat recht. Wir können nicht. Störe ich? Rufus, na endlich. Ich war schon drauf und dran, diesen uneinsichtigen Idioten vom Turm zu werfen. Frag mich bitte nicht, was ich jemals an dem gefunden habe. Was soll das, Rufus? Stimmt, ich dachte, Haare. Wir hatten eine Abmachung. Falsch gedacht, Cletus. Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Das ist ein Witz, oder? Bitte, Goal, sag mir, dass das ein Witz ist. Es ist kein Witz. Rufus wird mich nach Elysium begleiten. Er wird mir helfen, die Wahrheit über Deponia ans Licht zu bringen. Haha, und du glaubst wirklich, die lassen so jemanden in die weiße Stadt? Warum nicht? Jeder wird ihn für dich halten. Den? Dass ich nicht lache. Naja. Na, ich glaube, den Spaß will ich mir nicht entgehen lassen. Gib auf, Cletus ist so, ich weiß nicht, klischeehaft. Das ebenso. Muss ich erst sauer werden? Willst du mir etwa drohen? Hör mal, Kleiner. Ich habe den dritten Askaten im Shai-Hulu. So wie ich. Ach ja? Was ist dein Duju? Fünf. Fünf? Ich meine gelb. Feuer? Steinbock. Ocelot. Verdammt. Dass ich nicht lache. Okay,
Das kann ich genauso gut sagen. Dass ich nicht lache. Hey, ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Außerdem klingt das überhaupt nicht nach mir. Ich finde, er macht das ganz gut. Bah, und wenn schon. Dieser Ein-Mann-Floh-Zirkus wird niemals als ich durchgehen. Schau doch nur, wie er rumläuft. Widerlich. Ja. Gib auf, Cletus. Sonst was? Scheuchst du deine Läuse auf mich? Dass ich nicht lache. Macht das unter euch aus. Aber... Rufus! Und mit so einem Schlappschwanz willst du allen Ernstes nach Elysium durchbrennen? Mahlzeit. Dass ich nicht lache. Als ob ich keinen Plan hätte. Du kannst Rufus nicht das Wasser reichen. Dem das Geruch stimmt. Nach zu urteilen kann das niemand. Rufus ist dir um einiges voraus. Oh yeah. In Sachen Körpergeruch bestimmt. Rufus kämpft wenigstens für das, woran er glaubt. Du meinst, er kämpft für den Osterhasen. Und für den Weihnachtsmann. Mindestens. Rufus hat allemal mehr im Kopf als du. Ja, und bestimmt könnten 3 Pferde davon satt werden. Rufus hat allemal mehr Format als du. Seine Füße vielleicht. Rufus hat einfach mehr Klasse als du. Oh yeah. Sprichst du von der solchen Gefährdungsklasse? Du kannst Rufus nicht das Wasser reichen. Dem Geruch nach zu urteilen kann das nie. Gepäck von dem Kerl. Ich wette, er hat den Seitenschneider vergessen. Natürlich nicht. Man weiß ja nie, wann man nicht mal ein Gitter aufschneiden muss. Rufus ist dir um einiges voraus. In Sachen Körpergeruch bestimmt. Was haben wir denn da? Ein zweites Kostüm. Wollen wir doch mal sehen, wer hier der bessere Cletus ist. Rufus hat allemal mehr Format als du. Seine Füße dann vielleicht. Ziehen wir die doch gleich mal an. Sollte ja passen. So gut wie mein selbstgemachtes Kostüm. Aber das Inventar in dem Aufzug ist ja mickrig. Da passt noch nicht mal ein Eimer mit Wischmopp rein. Geschweige denn ein Papagei und 2 Katzen. Die Katzen, ich vermisse sie. Ich leg meinen Kram mal hier hin. Rufus kämpft wenigstens für das, woran er glaubt. Du meinst, er kämpft für den Osterhasen. Spitzenunterwäsche für Männer. Kann er behalten. Rufus hat allemal mehr Format als du. Seine Füße vielleicht. Der Kerl ist so gut wie erledigt. Goal hat einfach die besseren Argumente. Rufus hat allemal mehr im Kopf als du. Das stimmt. Ja. Und bestimmt könnten 3 Pferde. Aber er hat die besseren Schlagfertigen. Rufus hat allemal mehr Format als du. Ja. Dieses Weichei soll mich also ersetzen. Dass ich nicht lache. Hey, ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Außerdem klingt das überhaupt nicht nach mir. Ich finde, er macht das ganz gut. Bah, und wenn schon. Dieser Ein-Mann-Floh-Zirkus wird niemals als ich durchgehen. Da kann er 1000-mal meine Klamotten auftragen und sie mit Ungeziefer infizieren. Es gibt immer noch eine Sache, die mich vollkommen von ihm unterscheidet. Das Fett in den Haaren? Oh, Himmel. Oh Gott. Ernsthaft? Ein Hängearsch. Mein Muttermal, du Dämlack. Alter, da ernst ist das. Ich meine. Mal gucken, wie das aussieht. Was tust du? Lass das! Autsch! Super. Nein! Nicht! Yeah! Wir haben es geschafft! Wir haben es wirklich geschafft! Auf nach Elysium! Nicht so schnell, Freundchen. Cletus sagte irgendwas von einer Abmachung? Was? Ach das! Vergiss es! Schnee von gestern! Lass uns los. Nach Elysium. Warte mal. Das ist es, oder? Dir geht es gar nicht darum, Deponia zu retten. Du willst einfach nur nach Elysium. Um jeden Überhaupt Preis. Nicht. Nein. Also mir hat er was anderes erzählt. Deponia stinkt. Hier leben nur Idioten. Meinetwegen kann der ganze Laden in die Luft fliegen. Bla 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 bla. Halt du dich da raus.
Gold, glaub ihm kein Wort. Er will nur einen Keil zwischen uns treiben. Aber woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? Dieser Ratte trauen, dass ich nicht lache. Gold, er hasst Deponia. Er ist ein Egoist, ein Dieb und ein Betrüger. Schau doch mal bei seinen Sachen nach. Ich bin mir sicher, du findest dort eine Backup-Datasette. Nur für den Fall, dass du ihm auf die Schliche kommst. Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Na los, schau nach. Gold, nicht. Goal, ich kann das erklären. Das kannst du nicht. Weißt du was, Rufus? Ich dachte wirklich, du seist etwas Besonderes. Das bin ich. Ich bin was Besonderes. Ich weiß, dass du das glaubst, aber du bist einfach nur ein verdammter Egomane. Das ist ja erstmal egal. Nicht nur äußerlich. Komm her. Ich möchte mir dein Gesicht einprägen, bevor ich alleine nach Elysium zurückgehe, damit ich weiß, worauf ich kein drittes Mal reinfallen werde. Tja, meine Süße. Merkt ihr dieses Gesicht verdammt gut? Ne? Oh! Plopp! Oh, Goal, es tut mir leid. Ach, Goal. Bravo! Ach, auch das noch. Argos, endlich! Holen Sie mich hier runter! Warum sollte ich? Oh. Sie waren von Anfang an ein Unsicherheitsfaktor für unser Unternehmen, Cletus. Aber Rufus hier... Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Sie werden doch nicht etwa dieser verlogenen Ratte da mehr trauen als mir. Warum nicht? Zugegeben, er ist eine verlogene Ratte. Ja. Aber gerade das macht ihn ja so perfekt für den Job. Er wird als Held nach Elysium reisen. Und er bekommt die Frau. All das, was er sich erträumt hat, wird in Erfüllung gehen. Glauben Sie wirklich, dass er das aufs Spiel setzen wird, um seine verhasste Heimat zu retten? Dafür hat er einfach nicht das Format. Denn sobald Goal seine Fassade durchschaut, macht er all das zunichte, wofür er jemals gekämpft hat. Das wird er nie im Leben riskieren. Gratulation, Rufus. Du hast es geschafft. Leg einfach die Backup-Datasette ein und du kannst gehen. Elysium erwartet dich. Oh je. Soll ich nicht auch mal rudern? Nein, nein, das geht schon. Ich weiß doch, dass du deinen Rücken schonen musst. Und wenn wir zurück auf Elysium sind, gibt es erstmal eine Massage, okay? Ja, mal sehen. Der Blick. Jetzt schau doch nicht so betrübt. Ist doch gut, dass unsere Inspektion ergebnislos war. Auch wenn ich mich nicht an alles erinnern kann. Oder ist noch was anderes? Naja. Na komm schon, ein bisschen mehr Enthusiasmus. Auf nach Elysium und so, ja? Nein? Was ist denn? Hast du etwas auf dem Herzen? Freust du dich denn gar nicht, nach Elysium zurückzukommen? Doch schon, aber... Na dann, auf nach Elysium, oder wie? Ich weiß nicht so recht. Ich bekomme jetzt auch langsam ein paar so kleine Gewissensbisse. Ob ich das überzeugend genug sagen kann? Ich glaube nicht. Du, Goal? Ja? Naja, also... Es ist so. Ich bin ganz Ohr. Also... Was stammelst du denn so rum? Raus mit der Sprache! Folgendes. Folgendes. Also langsam machst du mir Angst. Was hast du denn bloß? Manchmal muss ein Mann tun, was ein Mann tun muss. Für die Frau, die er liebt. Na gut. Ich sag's dir jetzt einfach. Aber du musst versprechen, nicht sauer zu werden. Aber Cletus, warum sollte ich denn sauer werden? Naja,